Das Thema Inflation könnte das bestimmende Thema in dieser Woche werden. Ist es eigentlich heute schon mit dem Anstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihenrenditen auf den höchsten Stand seit März letzten Jahres? Und es gibt Anlass zu dieser Spekulation. Wird Inflation ein riesiges Thema? Alle sehen es kommen, deswegen ist das eher ein weißer Schwan. Im Gegensatz zu Nassim Talebs schwarzer Schwan, etwas, das niemand kommen sieht. Den weißen Schwan scheinen alle kommen zu sehen, preisen den teilweise ein in den Assetpreis. Also bei Aktien vor allem, aber eben jetzt auch zunehmend bei US-Staatsanleihen. Und das kann dann letztendlich dazu führen, dass die Kapitalmarktzinsen nach oben gehen, und steigende Kapitalmarktzinsen sind dann eher nicht so gut für Aktienmärkte, aber wir wollen uns zunächst mal die Dinge genau anschauen. Wir haben jetzt die Situation, dass die Amerikaner ja 15% Defizite machen in Relation zu ihrem BIP. Das QI der Fed ist etwa 5% des amerikanischen BIPs, fehlen also 10%. Wie schließt man die Lücke? Entweder man erhöht das QI oder das GDP, also das BIP, wird deutlich stärker, aber so schnell ist das nicht zu erwarten, wird anziehen, aber diese Lücke nicht schließen. Oder es müssen eben die Renditen für Staatsanleihen nach oben, und die Märkte wetten auf Letzteres, also auf weiter steigende Staatsanleihen. Renditen, genau das ist derzeit das große Thema. Wir sehen hier die 10-jährige US-Staatsanleihe knapp bei 1,2%. Die 30-jährige Staatsanleihe ist dabei, die 2%-Marke zu übersteigen. Wir sind jetzt bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe, wie gesagt, auf dem höchsten Stand seit März 2020, also kurz bevor eben die Corona-Welle hier, die erste Corona-Welle hereinbrach. Aber das ist alles natürlich eine Folge dieser Stimulus-Situation. Man überlegt jetzt sogar $3.000-Schecks pro Kind in den USA auszuschütten. Dieser Biden-Stimulus ist also etwas, was sozusagen die Nachfrage, die Inflation anheizen könnte. Wir sehen hier eine Diskussion, die jetzt stattfindet. Vor allem Larry Summers hat gesagt, also wenn das kommt, wenn diese 1,9 Billionen kommen, dann werden wir möglicherweise zu starke inflationäre Tendenzen haben. Larry Summers, ja der Wirtschaftsberater von Barack Obama und durchaus ja den US-Demokraten zugeneigt. Und jetzt ist die Frage, was ist das größere Risiko? Entweder man geht too big in die ganze Geschichte rein oder too small. Das ist die große Diskussion jetzt in den USA neben dem Super Bowl. Aber das ist sozusagen die Diskussion, die jetzt auch die Märkte führen. Wir haben in dieser Woche die US-Verbraucherpreise, da wird man sehr genau hinschauen. Und die Frage ist, ab wann wird diese steigende Rendite ein Problem? Ab wann wird das dann wirklich Kredite verteuern, wird Geld verknappen? Das ist genau die Diskussion. Hier ein interessanter Artikel in der Zeit, by the way, oder ein Interview mit Goodhart, einem britischen Ökonom, der sagt, die Inflation wird schon deutlich ansteigen im Jahr 2022. Und das liegt auch an der Bevölkerungspyramide, denn jüngere Menschen, die arbeiten und müssen dann Ersparnisse zurücklegen für ihr Alter, während die älteren Menschen das eben nicht müssen, dadurch, dass immer mehr Ältere kommen oder älter werden. Die Anzahl der Älteren in Relation zur Anzahl der Jüngeren stetig zunimmt, ist das ein Faktor neben vielen anderen Faktoren, zum Beispiel, dass die Produktion jetzt im Rahmen und in Lektionen dieser Corona-Geschichte, wo man sagt, hey, wir haben plötzlich die Situation gehabt, dass viele Sachen nicht verfügbar waren, zum Beispiel FFP2-Masken oder andere wichtige zentrale Dinge, das wollen wir lieber jetzt wieder in das eigene Land verlegen, dass also diese Globalisierungsgeschichte so ein bisschen rückabgewickelt wird im Gefolge der Corona-Krise. Das ist ein Punkt, der für Inflation sprechen könnte. Sehr interessantes Interview, kann ich nur empfehlen. Goodhart heißt der gute Mann, auch schon ein paar Takte älter. Jedenfalls sehen wir hier mal eine Grafik, wie in Weimar, also diese Hyperinflation in der Weimarer Republik, wie sich das ausgewirkt hat. Wir sehen hier, die Aktienmärkte sind massiv nach oben geschossen, allerdings in Dollar sind sie nicht nach oben geschossen, sondern nur kurzfristig nach oben geschossen, dann gefallen. Wir sehen, dass dieses Thema vor allem ein Thema jetzt des Westens ist, weil der deutlich mehr Stimulus betreiben muss, vor allem angelsächsische Länder. Wir sehen hier die M2-Geldmenge USA gegenüber China. Die in China ist bereits dabei, ein bisschen zu fallen, aber nicht die in der USA. Die ist nach wie vor steil nach oben gerichtet, und es könnte sein, dass wir
Das würde zumindest der Chart andeuten, der Renditechart, dass wir den nächsten wirklich großen Widerstand haben bei 2,5%. Das wäre also gut das Doppelte der jetzigen Rendite und das wäre schon etwas, was wirklich signifikant wäre. Die meisten Ökonomen sagen ja so ab 1,5% wird die ganze Geschichte wirklich relevant und wir könnten bald eine deutlich höhere auch Kerninflation bekommen, denn wir sehen hier zum Beispiel NFIB Actual Price Changes. NFIB ist eine Vereinigung von kleinen Firmen, kleinen Unternehmen und hier sieht man, dass die Preise schon deutlich stärker steigen, deutlich nach oben gehen, während die offizielle Inflation noch relativ weit unten ist. Also es ist zu erwarten, nachdem das normalerweise ein Frühindikator ist von 6 Monaten, dass hier eben auch die offiziellen Inflationsraten nach oben gehen. Wir sehen hier zum Beispiel die 10-jährigen Tipps. Inflation Break-Even Rates, also das, was die Märkte an Inflationserwartungen haben, das, was die Profis sozusagen an Inflation spielen, ist jetzt auf dem höchsten Stand seit 2014. Man rechnet also damit, dass einerseits die Pandemie zurückgeht aufgrund der Impfungen, dass dann sozusagen die Nachfrage anzieht, die Löhne anziehen werden, dieser Geldfluss nach wie vor aber da ist und dadurch eben diese Geschichte so explodieren kann. Wir sehen hier mal den Unterschied, welche Preise schon explodiert sind, nämlich die Assetpreise, vor allem Nasdaq 100, S&P 500. Und was nicht explodiert ist, das ist die offizielle Inflation in den USA, US CPI. Wir sehen aber auch die Commodity-Preise, also die Rohstoffpreise, ich hatte schon öfter darauf hingewiesen, und die US Wages zum Beispiel, also die Löhne. Wir sehen also all das, was sozusagen inflationär bisher agiert hat, das sind die Assetpreise. Und was nicht inflationär agiert hat, das ist die Real Economy, das ist also die wirkliche Wirtschaft. Und nach meiner Vermutung wird sich diese Schere schließen. Möglicherweise wird also die Wirtschaft inflationärer, aber die Assetpreise nicht mehr so stark inflationiert im gleichen Maße wie bei der Realwirtschaft. Diese Lücke also könnte sich schließen, dass wir in der realen Wirtschaft, in der Realität mehr Inflation sehen an den Aktienmärkten. Und allerdings diese Spanne, diese Kluft nicht mehr größer wird zumindest wie derzeit. Wir sehen das schon jetzt mit der Realwirtschaft, Nahrungspreise steigen weltweit. Das ist neulich jetzt oder zeichnet sich immer klarer ab und wir sehen auf der anderen Seite in den USA, dass wir jetzt ein neues Hoch gemacht haben in der Geldmenge M1. In der letzten Woche oder in der Vorwoche war die Geldmenge M1 leicht geschrumpft und dann sind die Märkte ein bisschen zurückgegangen. Jetzt hatten wir letzte Woche sehr starke Märkte und die Geldmenge M1 erreicht ein neues Allzeithoch. Ist das vielleicht die neue Konstellation, der neue Trend, auch die Fed-Bilanz wieder etwas gestiegen und all das führt dazu, dass wir im Grunde Erscheinungen sehen, die naja, eine Art Gamblifizierung, eine Art Gamifizierung darstellen, vor allem vorangetrieben durch diesen jungen Mann Elon Musk, der ja laut offiziellen Rankings der reichste Mann der Welt ist. Der hat es geschafft, hier praktisch einen Witz mitzutragen. GameStop war zwischenzeitlich 34 Milliarden Dollar wert. Das ist letztendlich, naja, wie kann man sagen, eine Gamifizierung eben dessen, was da passiert. Jetzt pusht Elon Musk Dogecoin, eine Fun-Kryptowährung, eigentlich eine Verarsche, wenn man so will, die aber jetzt insgesamt 6 Milliarden Dollar wert ist. Das ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass A, die Dinge so ein bisschen exzessiv aus dem Ruder laufen und B, eben diese Assetpreisinflation jetzt immer absurdere Züge annimmt, also immer weitere Kreise zieht. Jetzt hier zum Beispiel ein Bericht bei MarketWatch, wo jemand sagt, also meine 12-jährige Tochter fragt mich schon, was kannst du mir über Elon Musk erzählen, erstens, und zweitens, wie schnell wird man ein Billionär, also wie schnell wird man richtig, richtig reich. Das scheint derzeit das Motto zu sein und das haben viele ja auch versucht mit der Aktie von GameStop. Hier sehen wir mal diese Kursexplosion bei GameStop und dann diesen Absturz. Wir sehen unten die Trading-Volumina bei Robinhood, die im Januar 2021 total durch die Decke geschossen sind, unter anderem GameStop, unter anderem AMC, wie sie alle heißen. Also wir sehen hier, wollen alle mitspielen in diesem Blaseninflationsspiel, in dieser Assetpreisinflation. Und es war der Versuch vielleicht auch der Rebellion ein bisschen gegen die Hedgefonds hier zu agieren. Man hat so wenig Reibungsfläche mit der Elterngeneration dann
denkt man sich, okay, dann versuchen wir es mal auf diese Weise. Ist allerdings ein bisschen gescheitert, muss man sagen, so wie es aussieht. Aber wir sehen Exzesse eben auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Junk-Bond-Käufer. Also Käufer von hochriskanten High-Yield-Anleihen, von Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität. Und da fragen teilweise schon die Kreditgeber, Mensch, willst du nicht ein bisschen mehr Geld aufnehmen? Willst du nicht neue Schulden machen? Also alle wollen noch ein bisschen Rendite haben. Gleichwohl sind die Junk-Bond-Renditen, also die Risikoprämien, auf dem niedrigsten Stand ever mit knapp über 4%. Gleichwohl versucht man eben wenigstens diese Rendite noch zu bekommen und ermuntert dann Unternehmen, neue Schulden aufzunehmen. Genau das ist passiert. Wir sehen jetzt im Januar zum Beispiel im Vergleich zum Vormonat fast die Hälfte mehr an Junkbond-Volumina, Emissionsvolumina. Also es werden immer mehr Anleihen auf den Markt gebracht. Auch das ist letztendlich Zeichen einer Liquiditätssause, die hier stattfindet. Und wir sehen das natürlich an den Aktienmärkten, sogenannte Buffett Indicator, also die globale Marktkapitalisierung in Relation zum globalen BIP. Neues Allzeithoch mit 122% und ein paar zerquetschte. Inzwischen sind jetzt auch die Hedgefonds total bullisch, haben die Short-Positionierungen zurückgedreht, auch durch die Attacke der Robinhooder, und sind jetzt all in auf der Long-Seite, wie viele andere auch. Und auf der einen Seite gibt es sozusagen diese Gamblifizierung der Märkte. Alles wird ein Spaß, alle wollen bei der Blase mitmachen, und auf der anderen Seite gibt es die Realität, und das sind vor allem Unternehmer. Hier hat ein Unternehmer aus dem Raum Stuttgart mal vorgerechnet, was er eigentlich an Entschädigung vom Staat bekommt. Er hat Umsatzverluste von 209.000 Euro und hat 17.600 Euro bekommen. Das ist also eine Quote von 8,43%. Ich habe kürzlich mit einer Unternehmerin gesprochen, die Restaurants führt, die sagt, ja, ungefähr das, was dann entschädigt wird durch den Staat, offiziell ja 75%, dann wird aber hier abgezogen, da abgezogen und dort abgezogen. Insgesamt komme ich dann vielleicht so auf um und bei 10% dessen, was ich normalerweise habe. Also die Entschädigung beträgt nicht 75%, sondern 10%. Und hier werden also Leute praktisch dem ökonomischen Untergang geweiht, auch weil Software nicht funktioniert, weil einfach der Staat die bürokratischen Mühlen so langsam mahlen. Auf der einen Seite haben wir also eine Gamblifizierung, haben wir viel Spaß, und auf der anderen Seite kämpfen Leute um ihre reale Existenz. Das ist einer der Widersprüche, das ist einer der gewaltigen Dinge, die eigentlich aus dem Ruder laufen, muss man sagen. Sowohl die Exzesse an den Märkten, dann sagen manche, ja hurra, wir werden alle reich. Ja, wartet mal ab, wir werden alle reich. Das habe ich schon in der Dotcom-Blase gehört, das habe ich kurz vor der Finanzkrise gehört, als die Immobilienpreise nach oben schießen, die Märkte nach oben geschossen waren. Alles war schick, diesmal ist alles anders, wir werden alle reich, und am Ende haben dann doch wieder mehr Leute Geld verloren als Geld gewonnen. Und das wird wahrscheinlich diesmal auch so sein. Es ist eine Frage eben nur, wie lange diese Party geht, wann möglicherweise die Notenbanken dann aufgrund der Inflation hier den Fuß ganz stark auf die Bremse begeben müssen, und dann wäre das auch möglicherweise das Ende dieser Party, das sich derzeit zumindest keiner vorstellen kann. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in die Woche und sage Servus und Ciao.